Ja, die freuen sich mit mir hier. Jawohl! Geht von ab! Ich glaube, die ziehen wilde Tiere an. Also ich bin hier auf die feierlustige Gesellschaft gestoßen, nachdem ich hier ein bisschen am Fluss entlang gelaufen bin und dachte mal, ich mache jetzt einen neuen Baden. Die müssen noch nicht nachladen, das ist einfach freundlich. Ich würde sagen, ich mache eine neue Nebenmission, nachdem ich hier das da oben schnell mitgenommen habe. Ja. Ja, das ist halt sehr auffällig, was die da machen. Schnell den Berg hier hoch. Der guckt auch nur. Das will ich jetzt von hier oben nochmal kurz beobachten. Hier oben ist eine Menge Zeug zum Looten. Da hier hinten. Oh, eine Bierkiste. Mitnehmen. Hier rüber. Das ist meine Bierkiste. Oh, da unten. Oh. Gewildert Blondes. Das sieht einfach zu genial aus. Niemand. Freier Strand, drei Leute, die rumballern. Oh. Hier gibt es ja noch einiges, was man einsammeln kann. Ich will nichts riskieren. Hm, ja, das sieht so gut aus. Ja, 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 nicht mehr gestrauchelt. Ich brauche ein Auto. Ah, da. Ein fahrbarer Untersatz. So, ach ja, ich habe mir übrigens das bessere Visier für die Sniper schon gekauft. Zeige ich euch gleich bei der nächsten Mission, wenn ich aussteige. Jetzt sitze ich gerade so gemütlich und in meinem Cabriolet. Das dauert aber bestimmt nicht lang. Alles gut, alles gut. Sieht gut aus. So. Mitgenommen und. Mitgenommen. Hm. Ja, so sieht es jetzt aus. Mit Zoom. Alles drin. Und hier will ich hin. Dann nehme ich heute das noch schnell mit. Ich glaube, jetzt stolper ich von einem Schatz zum anderen. Wird wahrscheinlich noch von denen überfahren. Doch nicht. So. Jetzt geht's aber wirklich dahin. Also, wirklich, ne? Gut. Ja, laufen. Finde mal währenddessen noch was Schönes. Mhm. Zum Beispiel so, wieder so eine feierlustige Gesellschaft am Strand. Also vorhin habe ich da richtig mitgelacht, als ich die entdeckt habe. Das war ja ulkig. So, was macht ihr hier? Kann ich mich dazusetzen? Hey. Kann ich mich dazusetzen? Hm? Ein paar Kratzer. Ich würd mich gerne dazusetzen. Genau. Was sind das für Schatten? Selbst in der Nacht kreisen die Vögel tief. Schlechtes Wetter. Nein, da ganz oben auf dem Berghügel. Klippe. Gedöns. Alles klar. Da noch jemand. Ich erinnere mich hier an diese Stelle. Hier wurde ich von einem Hund. Warum Fliegen? Ich mag einfach keine Fliegen. Ja, ich wurde da vom Hund in die Ecke gedrängt und habe da auch eine Folge beendet und wurde dann auch angesenkt. Ich weiß noch ganz genau. Da unten. Nichts. Ich hoffe, ich kann hier irgendwie hochglitschen oder hochgelangen durch irgendein Glück oder Zufall.
Aber ich glaube, ich steuere das hier an. Ich darf doch, ja? Das. Ich muss nachdenken. Dann denk du mal nach, wenn du das Tier aushäutest. Ich leih mir dein Auto aus. Wie geht's der Familie gut? Der Familie geht's gut. Oh nein, so viel Schätze. Drei Stück. Ich laufe jetzt, okay? Gut. Hat er gerade Idiot gesagt? Ich finde das Ding nicht. So, schnell rein. Mitgenommen. Und eingestiegen. Nur weil ich hier mitten auf der Straße parke, oder? Kann doch nichts für, wenn nirgends Parkplatz frei ist. Und hier geht's auch. Wahrscheinlich. Komm schon. Ah, PS, schwaches Auto. Stein! Egal, das sieht gut aus. Sieht gut aus. So fahre ich uns, würde ich auch immer den Schwarzwald hochfahren. Schön hier der Serpentin. Und bremsen. Guten Morgen, Schorsch. Hau hier. Sieht wirklich aus wie Schorsch. Hi. Verkaufst du? Verkaufen? Was denn? Ernsthaft? Der Jason Brody und du hast keine Ahnung von nichts? Ist schon gut. Ich bring es dir bei. Ja, mach das mal. Wir sind eine echte Firma hier. Die Inseln wimmelten nur so von japanischen Soldaten. Findest du eine Leiche? Besorgt dir die Marken. Wir kaufen sie dir dann ab. Was bekommt ihr dafür? Wir benutzen die Marken, um die Familien zu suchen. Und schicken die Leichen dann zurück. Nicht umsonst. Natürlich nicht umsonst. Die Familien bekommen ihre Angehörigen und wir können weitermachen. Wir sind ja nicht die UNO. Na gut. Ich lass dich wissen, wenn ich Marken finde. Du bist dabei? Super! Aber ich will, dass die Familien Rabatt bekommen. Was? Ganz ehrlich? Du willst die Hilfe von dem Jason Brody, hm? Das ist richtig. Ich werde das so bereuen. Du wirst den Tag bereuen, in dem du in den Stimmbruch kommst, mein Junge. Oh nein. Oder du wechselst deine Stimme absichtlich mal. So, welches ist näher? Welches ist das nächste? Das da. Ja, ich ignoriere den Schatz jetzt. Der wird schon nicht so groß sein. Da geht's noch. So, 100. Batman! 100 Meter. Ich wollte gerade sagen, es sieht gut aus. Nee, nicht nochmal. So, wieder hoch zur Kanone. Irgendwie stehen die Kanonen wirklich. Und jetzt wissen wir es auch. Japanische Soldaten. Daran liegt's. Japanische Soldaten. Deswegen sind hier überall diese Riesenkanonen. Bunker. Hm, da unten scheint der Schatz zu sein. Fang mich auf, Leiter. Ja, toll. Alte Kiste. Oh, das Geld ist ja wirklich was. Erste Marke. Der sieht aber nicht mehr so fresh aus. Das war der Last Standing Man hier oben, glaube ich. Oder haben die... Moment mal. Aha! Tastenkombi. Da gehen wir doch schnell hier hin. Nein, nicht abbrauen. Ah, man kann nicht schnell reisen da lassen. Das gibt's wohl nicht. Egal. Ich hoffe jetzt nicht, dass es abgebrochen ist. Abgebrochen, weil ich hier im Haus war. Stimmt's oder habe ich recht? Ich hatte recht. Und wieder da hoch getürbelt. Das mache ich jetzt. Oh Gott. Und ich dachte, das würde Zeit ersparen. Oh, dann habe ich einen doppelten Weg. Oh, schneller Finger, ich verfluche dich. Oh, das nächste Auto, das ich nehme ich auf jeden Fall. Und also das nächste Auto, das ich finde. Jetzt ballern schon wieder irgendwelche Leute hier rum. Müssen wir dann mit Humor nehmen hier und... Da unten, die schießen schon wieder. Piraten! Hallo! Wir werden überrannt! Von wie vielen? Ich zähle einen! Zwei! Und eine Bierflasche, also eine Kiste Bierflaschen. G3!
Und wer wird überrannt? Niemand. Ich hab mal wieder nur angetäuscht. Panik machen und dann nichts dahinter. So kennen wir sie. Gibt's wohl nicht. Darf ich hier doch mal hochpesen? Tut mir leid. Ich muss rückwärts auspacken. Wehe, du laberst jetzt nochmal so lang. Ich kenn den Spruch schon. Halt, stopp. Alles klar, Gunther. Hi. Verkaufst du? Verkaufen? Was denn? Jetzt kommt's nochmal. Der Jason Brody und du hast keine Ahnung von nichts? Ist schon gut. Ich bring es dir bei. Ja, ja. Ja, mach das mal. Wir sind eine echte Firma hier. Die Inseln wimmelten nur so von japanischen Soldaten. Findest du eine Leiche? Besorgt dir die Marken. Wir kaufen sie dir dann ab. Was bekommt ihr dafür? Wir benutzen die Marken, um die Familien zu suchen. Und schicken die Leichen dann zurück. Nicht umsonst. Natürlich nicht umsonst. Die Familien bekommen ihre Angehörigen und wir können weitermachen. Wir sind ja nicht die UNO. Na gut. Ich lass dich wissen, wenn ich Marken finde. Du bist dabei? Super! Aber ich will, dass die Familien Rabatt bekommen. Was? Ganz ehrlich? Du willst die Hilfe von dem Jason Brody, hm? Das ist richtig. Ich werde das so bereuen. Keine Ahnung, was er will. Was will er denn? Hab ich nicht verstanden. Ist ja nicht so, dass ich schon mal gehört hätte, ne? So, jetzt wird er losgepaced. Da runter. Alles top. Alles top. Es ist nichts kaputt gegangen. Technik ist kaputt, ich kann nicht mal einen platten Reifen oder so. Alles gut, das Ding ist ja super. Mein Homie-Fahrzeug. Ist das alles hier unten in dem Bunker? Oder in dem Ding drin? Ja, super, ja. Ah, Spielkarten $66, super. Na super. Schnell hier hoch jetzt. Das Fahrzeug lasse ich einfach da stehen, das passt schon so. Jetzt sag bitte nicht, ich muss nochmal hier runter und das Ding nochmal holen. Ich sterb bestimmt da. Ah, jetzt geht er an die Leiter, oder was? Gib mir das. Erste Marke. Genau. Erste Marke. Marke. Ich tue es einfach so, als ob nichts gewesen wäre, ne? Also, war ja nichts. Oder? So, wo ist mein fahrbarer Untersatz? Fahrbarer Untersatz, hier ist er. Sogar schicke Farbe. So. Oh, bei der nächsten Kanone. Gespannt, bestimmt explodiere ich auf den letzten Metern. Ich fahre da hoch, komm, das kann doch nicht so schwer sein. Das kommt jetzt direkt ein bisschen an, jetzt ja, lecker hier nicht. Ah, Schlitter, Schlitter, Schlitter. Ja, so. Lass mich runter. Und schnell dahin. Ist der wieder nur allein gewesen? Weiter, Marke. Ich glaube, es waren auf der ganzen Insel 3 Soldaten. 3 Stück. Und jeder von denen hat einfach eine Riesenkanone gehabt. Und unvorstellbaren großen Schatz von Dollars. Also Dollars. Dollars. Oder Rosse kaufen. Oh. Alles gut, alles gut. Boah, übelst der Stunt. Aber wieder perfekt, das wollte ich so. Nein, einfach absteigen. Bevor noch ein Unglück passiert. Hallo. Letzte Marke. Bist du noch fahrtüchtig? Ja, perfekt. So, wo muss ich jetzt hin? Bitte zurück zum, Ja. Das sind noch gerade mal 150 Meter. Das passt ja perfekt gerade in der Hügel hier. Wetten wir, da geht's runter. 100, wo geht's hier runter? Ah, kannst ja nicht mit ansehen.
So, hier geht's 100%ig runter. Nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott. Ach, ist ja gut, ich hab geparkt. Langsam hier runterschlittern. Langsam, sag ich. Langsam. Oh Gott. Nicht schon wieder. Nein. Ich fass es nicht. Wo ist der gute Humble Man? Ist er weg oder? Das wäre nicht schön. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Ich guck da mal hier, ne?